So, und da sind wir zurück und ein weiterer Teil der Let's Play Serie von Pro. Ah, wir haben zuletzt gesehen einen Sieg und ein Unentschieden, was uns ja etwas Luft gebracht hat, und zwar zum vierten Platz. Wir sind mittlerweile 3 Punkte weg davon und haben zum zweiten aufgeschlossen. Nur noch 2 Rückstand. Das könnte man mit einem Sieg und einer Niederlage des Gegners egalisieren und daran vorbeiziehen. 5 Punkte auf den Führenden, den wir aber auch gar nicht einholen wollen. Wir wollen ja eigentlich nur unter die ersten 3. Und da sind wir, glaube ich, auf einem ganz ordentlichen Wege momentan. Haben 50 Punkte schon auf dem Konto, 13 Siege. Ich glaube, das ist eine ganz gute Anzahl bei nur 5 Niederlagen, aber immerhin 11 Unentschieden. Das ist doch relativ viel. Aber weiter geht's in der Serie und wir wollen natürlich gute 2 Spiele anschließen, nachdem ich gerade, für mich gerade, für euch etwas her, ein Tor erzielen konnte. Ist das doch mal eine gute Grundlage für mich, da weiterzumachen, vielleicht auch an dieser Situation anzuschließen, vielleicht ein weiteres Tor in diesem Let's Play zeigen zu können. 3. gegen 5. absolutes Topspiel. Da vor allen Dingen wichtig, ein Konkurrent, den wir natürlich auf Distanz halten wollen. Wir wären mit einem Sieg da sicher ganz gut beraten, aber das wird nicht ganz leicht. Wir haben einen grünen Pfeil, sind also bei den Standardwerten, haben keinen Bonus, aber auch keinen Malus und müssen damit jetzt einfach umgehen, müssen gucken, das Beste rauszuholen, aber haben ja letztes Mal auch mit einer schlechteren Form, nämlich mit dem blauen Pfeil, also einer prozentualen Verschlechterung unserer Werte, trotz allem ein Tor erzielen können. Und das macht doch Mut für diesen Teil und macht Mut für dieses Spiel, dass wir die bessere Form nutzen. Wir stellen wieder die Kamera ein. Hin und zurück und zurück und hin und gut ist. Und los geht's. Spannendes Spiel. 3. gegen 5. Und vor allem wird es darum gehen, in der Abwehr gut zu stehen, die Abwehr sicher und gefestigt dastehen zu haben, damit wir von einer guten Defensive auch in die Offensive gehen können. Gerade gegen die Teams da oben ist das natürlich auch immer etwas schwieriger, ganz klar. Aber wir versuchen natürlich trotzdem, unser Spiel hier durchzuziehen. Das war kein guter Pass da. Kam mit sehr viel Tempo, Schwierigkeiten dabei, der Ball an und Mitnahme. Der Ball geht raus. Wir gucken mal, kommt jetzt hier auf unsere Seite. Da waren wir da. Ja, und der ist abgefangen. Gut gemacht, gut verteidigt im Verbund. Und machen wieder Meter, um nach vorne zu gehen, mal den Ball nach vorne zu tragen. Kriegen da jetzt gerade nicht so viele Möglichkeiten, den Ball abzuspielen, deswegen ziehen wir nach innen, aber wieder zurückgespielt da vom Mittelfeld. So, jetzt die Möglichkeit. Schade. Nicht gesucht hier vorne. Ich wollte jetzt auch nicht anfordern, so wäre der Ball wieder hochgekommen. Dann ist der meistens weg, leider. Ja, gefährlich hier. Auch das war gerade wieder sehr knapp. So, jetzt vielleicht mal der hohe Ball. Jawohl. Jawohl, jawohl. Und da werden wir ganz knapp irritiert. Ey, ich krieg die Bälle aber auch heute um die Ohren geschmettert. Ja, da sind wir durch, wollte ich sagen, aber da kriegt er ihn, weil ich mich drehe. Mit ein bisschen Glück drehe ich mich nicht, bin ich vorbei. Und auf der Gegenseite gefährliche Konterchance, aber nicht genutzt vom Gegner. Oh, der Ball kommt wieder. Der Schiedsrichter irritiert mich total. Ich dachte gerade wieder, es wäre ein Gegenspieler, aber mit seinem grünen Leibchen da maximale Verwirrung, die er da stiftet. Ja, auch der ist fast wieder abgefangen. Da muss natürlich dann Druck ausgeübt werden. Schon wieder wollte ich den Schiedsrichter decken, aber schaut mal bitte, das ist echt keine gute Farbe da. Gerade wenn der Gegner grüne Trikots trägt. Der Ball ist durch. Gut gespielt vom Gegner. Chance zu flanken. Und das ist echt gefährlich, aber der Ball ist jetzt geklärt. Und vielleicht die Chance eines Konters. Ah, der Ball kommt durch. Schön.
Und das ist kein Foul, doch ein Foul. Und das ist eine gelbe Karte. Und jetzt die Chance über einen Freistoß eventuell. Einen Freistoß oder ein Freistoßtor zu erzielen. Nicht direkt vielleicht, aber über den Umweg. Oh, der ist gut und den hätten wir fast gehabt. Das war kein Abseits von uns. Da hat alles gepasst, nur nicht ganz das Timing von mir. Ansonsten gute Aktion und das ist ganz gefährlich und fast ein Tor. Das lernt man schon in der E-Jugend, dass man den Ball von da nicht in die Mitte klärt. Stattdessen hier mit dem Riesenrisiko, das fast zu einem Gegentreffer führt. Aber fast ist nun mal kein Gegentreffer. So, den Ball haben wir wieder. Ja, defensiv haben wir uns mittlerweile von den Werten echt gut, glaube ich, stabilisiert. Also haben jetzt eine ordentliche Balance, können den einen oder anderen Gegner dann tatsächlich auch mal wegdrücken. Das ist ja das Hauptproblem bei den defensiven Tacklings, dass meistens der Körper dann nicht ausreicht, um den Gegenspieler wegzudrücken. Was auffällt, sehr eng gestaffelt der Gegner, der wenig Räume lässt. Letztes Mal wollte ich sagen und dann bin ich leider schon wieder abgefangen. Das ist eine sehr enge Partie. Man merkt, das Niveau ist hoch. Man merkt, da stehen sich zwei Top-Teams gegenüber. Dritter gegen Fünften. Und bisher noch überschaubar, was an Torchancen dabei rausgesprungen ist, weil beide taktisch auf hohem Niveau unterwegs sind. Und interessant wird sein, ob ein Team hier irgendwann mal die Lücke findet, ob wir vielleicht auch die Chance bekommen, mal abzudrücken. Bestimmt über eine Einzelaktion, aber die müssen wir natürlich auch erstmal herausspielen. Da hinten fange ich nicht an, mit dem Dribbling anzusetzen. Ruschieren natürlich auch viel, was dem Gegner hoffentlich ein bisschen Schwierigkeiten macht. Und jetzt kriegen wir den tatsächlich mal durch. Da kommt auch mal die Flanke. Und der ist doch eigentlich gut. Warum hält der die Birne nicht rein? Der Ball ist quasi an seiner... Also der muss wirklich schon Tempo rausnehmen, damit er nicht gegen den Ball läuft. Und er berührt ihn nicht mal. Das ist schon traurig. Ja, und da macht der Gegenspieler hier 2-3 nass, aber jetzt dann irgendwann auch mal abgefangen und sofort der Ballverlust wieder. Das ist gefährlich und das war Abseits. Er läuft ins Abseits. Und wir bleiben noch drauf, 57. Minute. Lang ist bestimmt nicht mehr zu spielen, für uns zumindest, weil wir ja von der Ausdauer her, wissen wir, häufiger auch mal ausgewechselt werden. Steht immer noch 0-0. Oh, der Ball ist schlecht. Schlecht gespielt. Zu weit. Zum Gegner. Und wir kommen wieder in die Range, wo wir ausgewechselt werden könnten. Oh, Glück gehabt. Dass der durchkommt. So, jetzt vielleicht mal eine gute Chance. In der Position willst du den Ball eigentlich haben, aber da sind wir natürlich dann auch ein ganzes Stück weit weg. Sodass wir da eher schlecht beziehungsweise spät nach vorne gelaufen kommen. So, jawohl. Vielleicht über eine Einzelaktion, habe ich gesagt. Vielleicht über eine Einzelaktion. Ja, und das war schon ein Foul. Da kann man schon mal pfeifen. Wird nicht gepfiffen. Da soll der Ball durchgesteckt werden auf uns. Aber auch der ist nicht gut. Ja, da sind wir uns gerade so ein bisschen so festgelaufen. Aber im Grunde war da eine gute Chance auf einen Abschluss. Ja, doch, ein bisschen Glück muss auch mal dabei sein. Dafür aber dann hier kein Glück mehr. Das war ein gutes Tackling und mit einer gelben Karte aber ein bisschen Glück gehabt, dass der sauber war. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, dass wir schon so früh eine gelbe Karte gesehen haben. Der Ball auf uns gespielt und da wollen wir uns reinwerfen, aber auch der nicht gut. Aber wir haben, glaube ich, gar keine gelbe Karte. Ich glaube, ich habe gerade die gelbe Karte des Gegners gesehen, nicht die eigene. Weil ich habe, glaube ich, keine gesammelt. Ich glaube, das war noch im letzten Spiel. Da seht ihr schon mal, so weit ist es schon mit dem Alzheimer. Ja, der Ball ist im Aus, wir werden ausgewechselt. Das ist relativ sicher. Und so ist es auch, glaube ich, jawohl.
0:0, Ergebnis, mit dem man mit Sicherheit leben könnte, wobei vielleicht geht ja noch was, aber ich glaube, dass wir da ja ordentlich gespielt haben. Wir haben sich natürlich wenig Chancen ergeben, aber das war einfach auch eine Partie auf einem sehr hohen Niveau. Beide Teams wissen natürlich auch, dass es um viel geht. Gerade in der Endphase der Saison will keiner mehr diese wichtigen, engen Spiele verlieren. Und deswegen stehen beide einfach unheimlich taktisch gut, aber dann reicht es natürlich nur zu wenigen attraktiven Torschuss. Das ist ein bisschen schade für euch, aber manchmal muss man dann auch einfach ein taktisch gutes Spiel akzeptieren und zu schätzen wissen. Abpfiff, das Spiel ist beendet. Es war eine enttäuschende Partie und die endet fast folgerichtig. Ja, also wir sehen auch eine 7,5 für uns, denn wie gesagt, also schlecht gespielt haben wir mit Sicherheit nicht. Und wie gesagt, es war taktisch ansprechend. Bisschen langweilig natürlich für den einen oder anderen Beobachter, aber wir machen sogar einen Punkt gut auf den zweiten Platz. Der erste entschwindet so ein bisschen, aber das soll uns egal sein. Wir sind vier Punkte in, sind jetzt vier Punkte vor dem vierten und eine Punkte nur noch hinter dem zweiten. Das heißt, sie haben beide verloren und wir konnten den Konkurrenten da jetzt auf Platz 6 so ein bisschen auch zurückhalten. Das heißt, alles in allem haben wir eigentlich einen guten Reibach gemacht an dem Spieltag. Das war einer, der für uns war. Also, mal gucken. Die habe ich oben schon mal nicht gesehen, Altiplano Bunan. Mal schauen, auf welchem Platz die sich befinden. Die sind 20. also tatsächlich letzter. Und wir haben eine, ja, okay Form. Und wenn man ein Spiel gewinnen will, tja, dann gegen den Letzten. Und gegen wen ist es meistens am schwersten zu gewinnen? Genau, gegen den Letzten. Denn das ist ein Spiel, da kannst du eigentlich nur verlieren. Denn du musst gewinnen. Und wenn man nicht gewinnt, dann... Oder wenn man zumindest in dem Spiel ist und lange kein Tor erzielt, dann wird natürlich die Nervosität auch höher, die Pässe ungenauer, die Nervosität steigt und manchmal schafft es dann auch der krasse Außenseiter against the odds, also gegen jede Quote das Spiel zu gewinnen. Aber das wollen wir mal nicht hoffen, wir hoffen das Beste für uns und so wollen wir auch reingehen in die Partie. Dritter gegen Letzter im zweiten Spiel dieses Let's Plays. Grüne Wertung. Damit haben wir die Zusammenfassung ganz gut erbracht. Es wird interessant sein, wie der Letzte spielt. Es wird interessant sein zu sehen, ob die da zu Recht unten stehen oder ob das nun ein Zufall ist und wir da jetzt die Leidtragenden von sind. Das war schon mal ein Kopfball, der so ein bisschen verdabbelt war von mir. Der hätte links und rechts hingekommen, nur nicht in die Mitte. Der Schuss aufs Tor, aber auch der nicht. Gut, so. Ach du, der Ball kommt zu mir. Habe ich gar nicht mit gerechnet. Oh, da wäre jetzt mal die Chance, mich gleich in Szene zu setzen. Wenn er den Ball schnell spielt. Wir schauen mal, macht er auch. Ah, schade. Da war aber auch nicht so wirklich was frei in der Mitte. Ich habe den Blick da gehabt, aber... Da hat die Unterstützung gefehlt, zugestellt da. 0-0 bis hierhin. Sie haben nichts. Schöne Kombination von Pässen, womit wir hier den Ball nach vorne führen. Sehr gutes Kurzpassspiel. Und das war klasse gespielt. So, und jetzt in die Mitte. Jetzt in die Mitte. Und schönes Tor. Schönes Tor. Und wie das herausgespielt war. Und klasse. Wirklich die eine der besten, vielleicht die beste Kombination, die wir bisher überhaupt in diesem Let's Play gesehen haben. Unglaubliches Tor. Schön gespielt. Vom Anfang bis zum Ende. Super Passstaffetten. Und dann spielt er ihn raus. Und dann warte ich in der Mitte. Da zeige ich ihn an. Dann kommt der Ball und der ist drin. Super gespielt. Klasse. Fällt mir nichts Besseres ein. Also wirklich eines der absolut schönsten Tore, die wir bisher gesehen haben. Jetzt müssen sie einfach versuchen, den Gegner zu führen 1:0 durch den Treffer von Kentrigo durch mich und damit wäre zumindest mal die Pflicht erfüllt. Jetzt kommt die Kür. Vielleicht können wir ja nochmal den ein oder anderen Treffer noch oben drauf packen. Mal schauen. Aber erstmal wichtig, diesen ganz, ganz wichtigen und
Treffer zum 1:0 zu erzielen, denn das ist ja meistens das, was wehtut, ja, was man oder wo man lange drauf warten muss bei solchen Spielen, wenn der Gegner sich weit reinstellt, wenn der Gegner krasser Außenseiter ist, dann weiß er nun mal, was er machen muss, um da Passwege und das Spiel des Gegners zu zerstören. Aber der will natürlich dann nicht unbedingt mitspielen, ja, der will vielleicht lieber das Spiel des Gegners zerstören, das reicht ihm unter Umständen schon. Und deswegen umso schwerer hier durchzukommen, deswegen umso wichtiger der Treffer. Bisher gut 31 Minuten gespielt, 1:0. Wieder geht der Kopfball zum Gegner, diesmal holen wir den Ball zurück, verlieren ihn dann wieder, gefährlich und... Ja, das ist natürlich schlecht, das sollte so nicht passieren. Wir haben hier das Kopfballduell außen verloren, der Ball geht dann in die Mitte und so 1:1. Und jetzt ist genau wieder die Situation eingetreten, die wir hier nicht haben wollen, die uns wehtut, weil wir den Sieg doch gebrauchen könnten. Flanke kommt, auch der wäre gefährlich gewesen, der Torwart. Im letzten Moment mit den Fingerspitzen dran. Und er haut das Ding vor. Ja, vorne sehr agile Stürmer da beim Gegner. Immer wieder kommen sie vorne gefährlich vors Tor. Versucht die Gasse zu finden. Er springt wieder mit dem Ball nach vorne. Und ah, Schuss aufs Tor, der ist nicht gut. Kopfball und der ist gut. Und das 2:1 und der zweite Treffer im laufenden Spiel. Und der war wichtig und wir schauen mal auf die Entstehung. Das war ein kurioses Tor, so ein bisschen billardmäßig. Wir schauen mal, hier kommt der Ball durch. Jetzt haben wir den Ball, da ist der Schuss aufs Tor, der ist nicht gut. Der Ball geht als Kerze hoch, da kommt einer von uns ran und wieder abgefälscht und dann der Kopfball von uns. Kein Abseits da, weil wir zwischen den Verteidigern stehen. Da kommen wir vielleicht jetzt hier nochmal bei der Sicht besser drauf. Schauen wir nochmal, hier kommt gleich der Ball. Er merkt, er kriegt den Pass nicht ganz durch. Dann der Schuss aufs Tor. Der Ball geht als Kerze hoch. So, und jetzt schauen wir mal nur auf uns. Und das ist ganz klar kein Abseits. Und dann setzen wir uns da durch. Da passt keiner auf. Der Verteidiger links bleibt stehen. Wir ganz alleine. Und dann haben wir ein bisschen Glück. Ich glaube, wir treffen ihn eher mit der Schulter. Ja, mit der Schulter dann doch eher. Aber Hauptsache, das Ding ist drin. Und der Torwart dann ohne Abwehrchance. Das 2:1. Und der zweite Treffer im laufenden Spiel für uns. Das macht eine Führung gegen diesen 20. der Liga, die wir dringend und bitter nötig haben. Und haben damit so ein bisschen den Ausgleich, den wir sehr früh kassiert haben, überstanden bzw. verkraftet. Wollen jetzt in die zweite Halbzeit gehen und versuchen dann natürlich den Vorsprung auch über die Zeit zu bringen. Vorhin habe ich noch gesagt, vielleicht den einen oder anderen Treffer da hinzufügen. Vielleicht nochmal ein bisschen die Kür. Aber wir merken schon, mit der Kür wird es heute nichts mehr. Bleiben wir einfach bei der harten Arbeit. Und wenn es nun ein Arbeitssieg ist, wenn es nun ein Pflichtsieg ist, dann soll uns das auch recht sein. Und wieder gefährlich da reingespielt. Die Stürmer wirklich sehr flink. Und das gefällt mir nicht, wie wir da im Abwehrverbund stehen. Immer wieder große Lücken. Und da haben wir bisher noch nicht schließen können. Wieder vorne die Stürmer in Aktion des Gegners. Und wieder nur mit den letzten Kräften da vorbei. Die Situation überstanden. Oh, da war eine dicke Chance. Der Ball kommt ein bisschen sehr spät jetzt. Vielleicht kriegen wir ihn noch. Na, nee. Zu guter in der Verteidigung abgewehrt. Machen Meter. Raumspiel machen. Und da setzen wir ihn unter Druck. Und der schnelle Pass dann daneben.
Ah, schön, der Ball kriegen wir. Ah, der Ball ist durch, der kommt auch an. Schuss aufs Tor und der könnte ein bisschen besser sein, aber trotzdem eine gute Torchance, die wir da herausgearbeitet haben. Und ja, das tut natürlich sein Übriges für unsere Note, die bisher, glaube ich, ganz gut sein wird. Bei zwei Toren und etlichen guten Aktionen nach vorne. Wieder machen wir mehr das Raumspiel. Wir sehen ja, wir machen eigentlich 90% der Zeit, versuchen wir nur die Passwege zuzumachen. Hier sind wir ein bisschen zu spät dran, kommen dann aber rechtzeitig, um den Gegner nochmal so ein bisschen zu irritieren. Und wieder müssen sie hintenrum aufbauen. Das ist das Ziel, was wir dann natürlich haben, wenn wir hier auf der rechten Seite unseren Raum zumachen. So, wieder versuchen sie gleich wahrscheinlich über unsere Seite aufzubauen, aber wieder machen wir die Passwege zu und wieder müssen sie über die andere Seite aufbauen. Und jetzt kriegt er mal den Ball, da waren wir ein bisschen weit weg. Ja, ein bisschen sehr einfach. Aber der ist durch, den haben wir diesmal gut abgefangen in der Abwehr. Ah, Torwart hier mit dem Kurzpassspiel in bester Manier, so wie sich das moderne Torwartspiel gehört. Wieder schöne Kombination. Ja, und das ist ein klares Foul, dachte ich, aber der Schiedsrichter lässt weiterlaufen. Ah, auch nicht schlecht. Ah, der Ball zurück. Und wir bieten uns wieder an hier auf den Außen. Noch 15 Minuten zu gehen. So, jetzt warten wir natürlich auch so ein bisschen, dass sich mir mal einer anbietet. So, jetzt kommt der Ball. Da ist die Chance, aber da ist er ein bisschen zu spät am Ball. Ich dachte, der läuft da durch. Ein bisschen transütig da. Ja, durch. Schön gemacht. Schuss aufs Tor. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Also dicke Torchance nochmal zum Schluss. Wir sehen wieder mit dem Topspinner. Der Ball dreht sich nach innen, aber leider knapp am Tor vorbei. Und damit dürfte das Spiel für uns zumindest verendet sein. 79. Minute, 80. eigentlich, wenn wir ehrlich sind. Und guck mal, das Spiel zu Ende. Hoffen natürlich, dass der Sieg auf unser Konto geht. Hätten damit wieder in diesem Let's Play einen Sieg und einen Unentschieden gesehen. In diesem Teil dafür zwei Tore und sehr, sehr viele gute Aktionen. Also darauf kann man mit Sicherheit aufbauen. Wir sind dem Saisonende ein deutliches Stück näher gekommen. Lang ist es nicht mehr. Deswegen hoffen wir natürlich jetzt mit zwei Daumen gedrückt, dass wir dieses Spiel gewinnen. Lang ist nicht mehr und da ist nochmal die dicke Torchance, aber das Spiel vorbei und wir gewinnen 2:1. Und schauen, was das für eine Auswirkung auf die Tabelle haben wird. Wir schauen mal auf unsere private Note 8,5. Das ist doch was, mit dem man was anfangen kann. Nee, das ist die Range, in die wir hinwollen. Das ist die Note, die wir uns vorstellen. Das ist das, was wir selber von uns erwarten. Schau mal, sind tatsächlich am zweiten vorbei und damit auf dem zweiten Platz in der Liga. Ich hatte gesagt, der erste ist jetzt nicht so unser Ziel. Wir wollen einfach unter die ersten drei in die asiatische Champions League am Ende der Saison rein. Und das sieht bisher ganz gut aus mit 14 Siegen aus. Ja, wie viele Spiele sind das? 26 und 5 sind 31 Spiele und sind also jetzt wenige Spieltage vor Ende der Saison relativ weit oben in der Tabelle angekommen, haben uns sogar noch ein schönes Polster auch herausgearbeitet, jetzt 7 Punkte auf den vierten, das ist ganz, ganz wichtig und sehen dann im nächsten Teil, den sehen wir aber nicht mehr heute, wie es weitergeht hier in dieser Let's Play-Serie, wie gesagt, ihr wisst ja, alles hier auf dem Twitch-Kanal, mein YouTube-Channel, meine Facebook-Seite, alles mit dabei. Und freue mich natürlich, dass hier eine Person zugeschaut hat. Und freue mich auch über alle Abonnenten, die sich wieder das Video nachher auf YouTube anschauen. Also bis dahin, euer Kenzrigo HD.